Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2, heute am 1. Februar. Spätabends wieder, weil ich... Scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Okay. Also wir suchen jetzt irgendwie einen Eingang da rein. Ach schon, du Idiot. Hier ist schon mal nichts. Also es tut mir leid, dass gestern keine Folge gekommen ist und die letzten beiden oder drei Tage, glaube ich, sogar nur sehr unregelmäßig und relativ wenige. Oh, darf ich dann sehen hier? Ich weiß es nicht. Wobei, komm, wir sind in der Tiefgarage, ganz ehrlich. Nehmen. Aus dem Waschpulver. Ja, kannst du. So zum Beispiel. Ach, ich kann ihn nicht boxen. Schade. Soviel ich weiß, dürfen sie sich hier nicht aufhalten. Na und? Interessiert mich das? Er macht immer Zigarettenpause. Naja, also auf jeden Fall, es kamen keine Videos die letzten zwei, drei Tage. Doch kamen Videos, aber relativ unregelmäßig. Tut mir leid. Soll ich Ihnen den Weg zeigen? Ja, gerne. Wer zum Teufel? Hey, Sie haben hier nichts verloren. Verschwinden Sie! Oh, da liegt ein Heft. Not bad. Na gut, komm, wir hauen jetzt ab. Im Ernst, was haben Sie hier zu suchen? Ey, im Ernst, halt die Klappe. Gut, Warum gestern keine Videos kamen, ist der Grund... Doch, gestern kamen welche, aber auch wieder erst ganz spät. Ist der Grund, dass... Ach, nee. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Okay. Der Grund ist einfach nur, dass ich Geburtstag hatte und dass ich, den ganzen Tag nicht am PC war. Und deshalb konnte ich das leider nicht machen. Moment. Hier. Also nichts freischalten, hochladen. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Geiler Bart. Los, tu es einfach. Na toll. Legen wir los. Oh wow, jetzt sehen wir so anders aus, keiner wird uns je erkennen. Alter, was für Vollidioten. Hey, oh, ihr fuck. Zwei, hier rüber. Ja? Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Welche Schweinerei? Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hierüber habe ich gesagt. Bin doch schon da. Mach die Schweinerei, sonst bricht sich noch jemanden Hals. Aha. Ja, wenn das so ist. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Scheiße. Okay, verschwinden wir, bevor wenn der uns sieht, haben wir wahrscheinlich ein Problem, weil wir arbeiten ja für eine andere Familie als für, er arbeitet, glaube ich, immer noch für die wir früher gearbeitet haben und wir sind dazwischen bei einer anderen. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl, auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, und wenn doch? Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Ja, weil dieser Bart so sicher ist. Geh zum Konferenzraum. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? In deiner Alten, du Penner. So. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Ja, warum wartest du jetzt hier? Läuft der gerade von allein? Ah, ne, ich hab W gedrückt. Haha, ich dachte, der läuft gerade von allein. Das wäre ja voll geil. Ja, komm.
finde schade, dass man in solchen Situationen nicht einfach mal ausrasten kann und irgendeinem hier Nackenklatscher gibt oder jemanden boxen kann oder so. Das wäre eigentlich voll geil. Was ist? Magst du keine Pizza? Du hast ein Problem, weißt du das? So redet man. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Clementi? Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist gestolpert und hingefallen. Wahrscheinlich. Der Arm ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Aha, ich könnte mir vorstellen, dass das der war, der uns eben im Aufzug da entgegengekommen ist. Hilft doch, die Bombe im Konferenzraum zu legen. Okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass er eine Bombe legen wollte, aber gut, warum nicht? Verfluchte Wichser! Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. In welches Fenster? Ja, hilf mir mal. Ach, da. Scheiße. Verdammt. Der gelbe... Plus zu Plus. Der rote zu Minuspol. Alter, hat er überhaupt eine Ahnung, was er da macht? Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Aha. Hier drüben. Wisch das auch weg. Ja, sind ja schon dabei. Wir haben die ganze Zeit nichts anderes gemacht, klar. Ich meine, wir haben jetzt ja keine Bombe gelegt oder so. Ist ja lächerlich. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Ja, ist okay, meinetwegen. Was heißt okay. Dieses eine rote Dreieck? Wer ist das? Ist das Henry oder was? Klappt nicht immer. Wieso? Barkeeper, glaubst du, ich habe mir 30 Zentimeter. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Du glotzt mich an, stellst blöde Fragen und ich soll nicht antworten? Wollen Sie euch jetzt nochmal? Das ist ich will jetzt gerne den Gesprächen wir zu. Ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Ich habe zwar jetzt Clementi gar nicht gesehen, aber cool, dass er da war. Achso, ich hab doch Waffen. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Wow. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ihr Vollidioten! Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul! Clementis, Mann! Schnell! Wir müssen hier weg. Scheiße, wenn die uns sehen, sind wir am Arsch. Wohl. Naja. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Voll ekelhafte Leute irgendwie. Für eine Plattform. Steuerung. Und jetzt Tür öffnen. Der guckt, wieso sieht er nicht, dass die Tür aufgegangen ist? Das müsste dem doch auffallen, wenn die Tür sich da so bewegt. Aber tut scheinbar nicht. Ach nee, der guckt ja gar nicht in unsere Richtung. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Okay. Okay, Vito. Geht los! Oh, fuck, sind da viele. Ich dachte, es wären nur 2. Dann blüht ihr was. Nimm das Schwein in die Mangel. Gib mir Deckung, Vito. Los, Vito. Na komm, komm zur Deckung. Wo bist du? Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Bin wieder da. Na. Das ist alles? Dann blüht ihr was.
Geht doch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Revolver aufheben. Gerne. Achso, ich habe sonst keine Waffen, oder was? Doch, eine Granate und einen Molotow habe ich. Hohoho, mehr kannst du nicht? Große Klappe, nichts dahinter. Alter, der Polizeirevolver ist so scheiße. Oh, da hat eine automatische Waffe. Oh, fuck. Mann, das war echt klasse. Wow. Fuck, der hat die Deckung gewechselt. Komm, den kriegen wir jetzt mit der scheiß Waffe hier. Bam. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Machst du das, Joe, schon, okay? Ich will jetzt die Munition nicht von der Waffe aufbrauchen, bis ich weiß, ob ich die nachfüllen kann. Oh, fuck. Du bist mauletot. Du schießt wie meine Schwester. Alter. Es geht schon ganz schön ab hier gerade. So, nimm mal diese Thompson 1928. Und hier lag doch auch irgendwas. Der hat doch auch mit irgendwas geschossen, oder nicht? Nee, angeblich nicht. Ja, dann halt nicht. So, aber der da hinten hat auch noch Munition. Oh, der hier oben sowieso. Gib mir Deckung. Hä? Fuck. Es ist vorbei! Na, los jetzt! Zack, zack! Alter, sind das jetzt viele wieder. Kann ich aus seiner Decke kommen? Wow. Von wo schießen die? Ne, der hat irgendwie auch keine Waffe. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat das keiner gehört. Sehr schön. Na was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Die ganzen Waffen von denen sind weg. Kann doch nicht sein. Wo sind die? Ach, da hinten. Ja, scheiße. Wie viel habe ich jetzt? Wie viel Munition habe ich jetzt für die Waffe? 50, 129. 50, 150. Na gut. Dann ist doch alles okay. Was soll ich jetzt machen? Knopf drücken. Boah, aber das ist ein Plan von Joe, der kann gar nicht gut gehen. Oh, da liegt ein Heft. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Hier ist Klebeband. Fessel ihn. Putzkraft fesseln. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Ah ja, gut, die Beine auch noch. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Senk die Plattform, um die Bombe scharf zu machen. Verhalte dich unauffällig. Wie denn? Wie verhalte ich mich unauffällig? Ich habe einen angeklebten Bart. Der macht mich doch automatisch unauffällig, oder? Joe, komm, der macht mich unauffällig, oder? Wie viel Grad hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Boah, Vollidiot. Na, das ist ja wieder der ganz Typ schlau. Hat sie noch nicht mehr was alle. Ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit.
Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Backpfeifer. Ah ja, das ist doch, oder? Ja, Mann. Okay, das ist das richtige Stock. Benutzt den Wischer, um die Rolle zu spielen. Welche Rolle? Wie? Schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit ich hier nicht auffalle. Ich verbinde die Drähte. Welchen Wischer? Ey, was laberst du? Worauf wartest du? Wischer aufheben. Das ist ja keine Piepshow. Geht wieder an die Arbeit. Okay. Wie unauffällig das war. Ich laufe mal ein bisschen rum. Wird schon klappen. Ja, hier, schön. Scheinbar Frühling oder irgendwas, ne? Sieht zumindest so aus. Da sind wir hier als Fensterputzer. Da oben. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Ja. So. Diese Arschlöcher merken nicht. Oh, Scheiße! Mann! Alter, was hat er gemacht? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Aber es scheint geklappt zu haben, oder? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, scheiße. Der Wichser lebt. Oh nein, oder? Ihr Arschlöcher! Scheiße, bitte, Clementi, darf nicht entkommen. Okay, dann hinterher, oder? Mann, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch... Scheiß Dreck, wirst du. Ich hab nichts getan! Nein! Du bist grausend tot! Hey, du hättest wohl so besonders hart, hä? Wir werden... Los, zeig dich! Gib mir Deckung, wie... Achtung! Ich bin im Kampf hin! Das ist alles? Wow. Mann, das war echt klasse. Oh, vorsichtig. Das ist erstklassiger Fusel. Oh. Oh. Okay. Da bin ich wohl gestorben. Die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt. Nein. Ich hab nichts getan. Nein. Hat wohl sein Martini gestorben. Los, zeig dich. Gib mir Deckung! Achtung! Hinter dem Gaswind! Das ist alles? Schnapp dir den Kerl mit Deckung! Hast du gesagt, schnapp den Kerl mit Deckung? Es ist vorbei! Oh, cool! Das ist erstklassiger Fuß! Alter, wie schnell man nicht stirbt! Yes. Lass dir was einfallen! Beeil dich! Mann, das war echt klasse! Was? Von wo? Und warum fällt der so behindert? Aber von wo? Von wo wurde ich jetzt abgeknallt? Mann, die haben wir aufgemischt. Okay. Keine halben Sachen mehr. Los jetzt! Ich werde euch... Nein! Ich hab nichts getan! Nein! Ja, wir haben jetzt schon wieder die halbe HP abgezogen. Ey, ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Das Schwein hat mich erwischt. Ja. Schlimm, Joe, ne? Du kannst wenigstens noch sprechen. Die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Unfassbar. Liegt hier noch irgendwo was? Ne, okay. Dann... Nein! Ich hab nichts getan! Du bist Mann! Hat wohl sein Martini gestellt. Los, zeig dich! Okay, weiter. Gib mir Deckung, Vito! Ich glaube, jetzt immer in der allerhintersten Deckung. Hohoho, mehr kannst du nicht? Achtung! Hinter den Glas hin! Ja, den hab ich. Was? Oh, Vorsicht! Das ist erstklassiger Fusel. Das Schwein hat mich erwischt. Mist! Wow!
Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Warte, erst Munition aufsammeln. So, zack. Alles gut. Alter, die haben auch alle jetzt diese Thompson, ne? Boah, okay, los. Alles okay? Hauptsache, da stehen zwei Leute, da ne? Da sind wir uns wieder. Das ist alles? Dann blüht hier was. Nicht auf? Achso, die Muni ist voll. Sehr gut. Wieso geht er hier in Deckung? Ist hier was? Ja, da nicht. Gib mir Deckung, früher oder später krieg ich dich. Molotow! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Hast du das beim Militär gelernt? Ah, scheiße, die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Mach deine Augen auf. Geht's hier raus? Oh, scheiße. Da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. 3, 2. Hey, was ist denn los? Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nichts. Ah ja, okay, dann nehmen wir aber den Fahrstuhl, oder? Sehr gut. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Tja, du musst alle Eventualitäten einplanen. Wenn er gegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Muss man sagen, die Waffe mit dem größeren Magazin ist schon geil. Die Frage, ob jetzt hier jemand auf uns wartet, wenn wir hier. Oh Junge. War aber irgendwie klar. Schrotflinte. Die nehme ich. Das ist alles? Dann blüht dir was. Runter. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Bam, Junge, ey, die Shotgun geht ab. Pass auf, da oben. Das ist alles? Dann blüht dir was. Das Schwein hat mich erwischt. Was? Klasse. Ein Schuss? Boah, ist ja asozial. Verflucht! Noch einer! Auf den Steg! Hol dir das Arsch auf dem Steg! Mehr kannst du nicht? Oh, da oben ist noch einer. Okay, alles in Ordnung. Ich geh einfach nur noch so. Sonst überlebe ich's nicht. Scheißt du dich jetzt ein, du Mistkerl? Los, wir gehen jetzt da um! Hast du Schiss, Arschloch? Oh, fuck. Los, Vito! Okay, Moment, jetzt habe ich eine Idee, was ich mache. Na, alles klar mit euch, Leute? Ja, alles klar mit euch, genau, alles klar bei euch. Hä, von wo wurde ich getroffen? Ich sehe nicht mal, von wo die schießen. Deckungswechsel. Gib mir Deckung, Vito! Da ist keiner. Beweg deinen Arsch, Vito! Wir müssen Marty helfen! Wohin denn? Ne, Moment, hier kamen wir her. Hä? Dann war meine Richtung doch richtig. Folgt der mir jetzt oder? Ja, wir müssen noch hier lang. Beeil dich! Marty ist da unten ganz allein! Achso, okay, Cutscene. Marty! Oh nein! Scheiße! Scheiße! Er ist tot, Vito! Joe, ganz ruhig! Du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnappen wir uns Clementi. Fahr los! Das Arschloch leg ich auf. Ja, warum hat er auch seine scheiß Waffe rausgeholt? Vollidiot. Das war's. Irrtum, ihr Wichser. Es sind zwei Junge. Autos. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht dem anderen. Überlass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du an Clementi.
erst in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Aber hast du Schiss, Arschloch? Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Na komm. Ja, Mann, okay. Die haben jetzt keine Gegenwehr mehr. Jetzt haben sie keine Gegenwehr mehr. Jetzt einfach nur noch draufhalten. Los. Oh, da hast du doch jemanden getroffen. Clementine ist bestimmt nicht vorne. Oh, meine Hupe geht im Moment nicht. Oder? Doch, tut sie. Ach so, biegt er ab, ne? Hä, wo schießt du? Alter! Töte ihn! Ach, seine Muni ist leer, im Ernst? Sehr gut. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Ja? Warum nimmst du jetzt die Waffe mit, der du keine Munition mehr hast? Oh, jetzt hat er wieder welche, okay. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Okay. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt nicht so 100% wie geplant gelaufen. Leider. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sagte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid. Leider hat er recht. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Okay, irgendwie hingen da gerade die beiden Audios übereinander. Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Oh Mann, das ist jetzt echt ein scheiß Ende für eine Folge, aber es tut mir leid, wegen der Länge und so, ne? Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und dann schauen wir mal, wie Joe damit jetzt mit der Situation so umgeht. Und ja, was uns halt als nächstes so erwartet, ne? Bis dahin, ciao!